haben die beiden vorzeitig abgebrochen. Das hier ist das Messer von Affe auf Bike und Hannah, das sie bei Seven vs. Wild Staffel 3 in Kanada mitgebracht haben. Und es gibt dabei ein Problem. Ich möchte es klarstellen, das ist das Originalmesser. Dieses Messer hatten sie draußen in Kanada mit dabei. Genau das hier. Das Messer sieht nicht so aus, als wäre es 2 Wochen lang benutzt worden. Als ich es bekommen habe, habe ich mir gedacht, das ist fast überhaupt nicht gebraucht. Also fast gar nicht. Und jetzt habe ich damit 15 Minuten gearbeitet und es sieht so aus. Also wenn Sie es zum Hacken, Hauen, Feuerstahl bedienen, Aufbrechen benutzt haben, dann müsste es anders ausschauen. Freunde, wir haben ein Problem. Die Oberfläche hätte Kratzer, der Anschliff wäre etwas abgearbeitet und man sieht einfach, dass es gebraucht wird. Hacken, Hauen, Brechen. Ist, glaube ich, nicht, dass sie das gemacht haben. Die haben das wenig in dieser Weise benutzt. Also vielleicht haben sie einen Fisch damit filetiert und aufgebrochen. Ja, und auch beim Feuermachen mit dem Feuerstahl. Da müsste der Klingenrücken, ja, kleine Kratzer haben. Das Messer ist von UG Tools aus Deutschland und in einem ausführlichen Review mit allen technischen Daten und was das Messer wirklich kann, kriegst du hier am Kanal. In meinem Rainer Rossmann-Gehirn gibt's jetzt eigentlich nur folgende Möglichkeiten. Version 1, ausgeschieden. Scheiße. Also... Das würde bedeuten, aus welchem Grund auch immer. Sie hatten Hunger, sie hatten Angst, es hat sich jemand verletzt. Kann mir einer sagen, wie ich das 2 Wochen aushalten soll? Und sie haben nach kürzester Zeit gesagt, nein, passt überhaupt nicht für uns. Ich hasse es gerade. Ich find's nicht geil. Und deswegen haben sie das Messer einfach nicht im Einsatz gehabt. Das wäre urschade. Ich möchte hinzufügen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Informationen. Es ist einfach nur Gossip hier. Wirklicher Gossip. Aber es gibt ja noch die zweite Möglichkeit, dass sie das Messer einfach nicht einsetzen mussten. Ja! Lappen, ne, das hätte ich in 2 Minuten aber hingezappert. Und das, ganz klar gesagt, das glaube ich, das ist die wahrscheinliche Variante. Seven vs. Wild. Let's go. Ja, aber jetzt kannst du sagen, ja wieso das Messer nicht einsetzen, wenn ich 14 Tage da draußen im kanadischen Wald bin, dann werde ich doch dieses Messer brauchen. Ja, natürlich wirst du das Messer brauchen, aber meine eigenen Erfahrungen sagen, gar nicht so häufig, wie man denkt. Die Stecker zwischen, so, und brich die dann. Ja. Und so kannst du dir halt alles an Säge, Messer etc. sparen. Was heißt das jetzt? Das Wetter war, wie ich mitbekommen habe, so warm, so heiß, dass es sogar Waldbrände gegeben hat. Sie mussten das Messer nicht benutzen, um Holz zu spalten, um irgendwas Trockenes zu bekommen für das Feuer. Das mussten sie an Sicherheit, Grenze der Wahrscheinlichkeit nicht machen. Ich weiß nicht, wo sie genau ausgesetzt wurden. Aber es wird Wildnis sein. Das bedeutet, das Holz liegt herum. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie eine Handkettensäge mit dabei. Das bedeutet, die werden das Holz einfach abgesägt haben. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil die Power, die haben sie dazu. Und daher haben sie das Messer auch nicht zum Hacken oder Hauen benutzt. Auch wenn es deutlich größer ist als das Messer von Fritz. Also in der Beschreibung sah die halt sehr klein aus. Ja, ich habe auch das Messer von Fritz von Seven vs. Wild. Das werden wir aber in einem anderen Video anschauen. Auch wenn es deutlich länger ist, ein wirklicher Axtersatz ist es natürlich nicht. Affe auf Bike, die Ann-Kathrin, kenne ich nicht persönlich. Aber die Hannah habe ich persönlich kennengelernt und zwar bei einem Survival Training mit der Wildnisschule Waldkraft. Hallo, bin auch da. Durfte ich auch den Nahrungsteil dabei machen? Wenn du dir jetzt die Wurzel anschaust hier, du wirst sehen, das meiste ist auch nur holziges Zeug. Und die ist einfach sauhart im Nehmen. Kochendes Wasser drüber gegossen. Ich glaube wirklich, dass ich noch nie solche Schmerzen hatte. Eigene Unterkunft bauen, also so richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die abgebrochen haben, außer es gab eine Verletzung. Das könnte natürlich sein. Ist aber alles nur eine böse Mutmaßung. Ich weiß es nicht. Und Affe auf Bike, wo die schon überall war, ich meine, ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also mein persönlicher Tipp ist, die haben es einfach nicht gebraucht und haben die ganzen 14 Tage durchgehalten. Aber schauen wir uns Seven vs. Wild an, dann werden wir sehen. Und das machen wir gemeinsam auf meinen Reini reagiert Kanal. Oben beim i klicken und unten im Beschreibungstext und sowieso und überhaupt. Ja, wenn du dich für UG Tools interessierst, gebe ich da den Link zu den Burschen. Schau vorbei, ist cool, alles 3D gedruckt. Außer die Klinge natürlich. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, Feuerstahl, Messerhalterungen oder unseren Survival Beaver, dann schau vorbei auf knivesfor.com. Es ist alles gesagt, was gesagt werden musste, außer man ist immer untermessert.